Primary control with critical vehicle function. Herzlich willkommen zu Zukunft denken, Episode 94. Vor ziemlich genau 3 Jahren habe ich die erste Episode mit Herbert Sauruck aufgenommen. Der Titel Episode Nummer 42 war damals Gesellschaftliche Verwundbarkeit, ein Blick hinter die Kulissen. 3 Jahre sind eine gute Zeitspanne, um zu reflektieren, was seit damals geschehen ist. Zwar haben wir Covid mit vielen Schäden hinter uns gelassen, aber eine ganze Reihe von neuen Krisen ist hinzugekommen. Haben wir als Gesellschaft dazugelernt? Wo stecken die größten Risiken, besonders was Energie, Krisensicherheit und Logistik betrifft? Ich freue mich ganz besonders, dass Herbert sich wieder Zeit genommen hat, um diese Reflexion mit mir zu machen. Herbert Sauruck ist internationaler Blackout- und Krisenvorsorge-Experte, Präsident der Gesellschaft für Krisenvorsorge, Autor zahlreicher Fachpublikationen sowie gefragter Keynote-Speaker und Interviewpartner zum Thema überregionaler Strom, Infrastruktur und Versorgungsausfall, Blackout. Der ehemalige Berufsoffizier beschäftigt sich seit 2011 mit der zunehmenden Verwundbarkeit der Gesellschaft und der Frage, wie wir diese wieder reduzieren können. Er betreibt jetzt einen umfangreichen Fachblog unter www.sauruck.net und unterstützt Kommunen, Unternehmen und Organisationen bei einer ganzheitlichen Blackout-Vorsorge. Alle Links und Referenzen, die wir hier besprechen, sind natürlich wie immer in den Shownotes zu finden. Übrigens sollte man auch das Brettspiel Neustart unbedingt erwähnen. Das hat als Blackout-Simulation für Gemeinden, Krisenstäbe und so weiter begonnen, aber ist mittlerweile auch für ein breites Publikum empfohlen und man kann hier auf unterhaltsame Weise eine realistische und ganzheitliche Blackout-Bewältigung simulieren. Noch ganz kurz in eigener Sache. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, bitte bewerten Sie diese Episode oder den Podcast auf einer Plattform Ihrer Wahl und, noch wichtiger, helfen Sie mir, indem Sie diese und andere Episoden an Freunde, Familie, Kollegen sowie in sozialen Netzwerken empfehlen und teilen. Damit genug der Vorrede zum Gespräch mit Herbert Sauruck. So, guten Morgen, Herbert. Vielen Dank, dass du mich zu dir einlädst. Vielen Dank für dein Kommen. Wir haben ja immer das vorher angeschaut. Das erste Gespräch, wir haben ja 2 Gespräche gehabt. Das erste Gespräch, wo es eigentlich auch um die Energiethemen ging und um Zivilschutz im weiteren Sinne und diese Themen, haben wir ist zumindest im Mai 2021 online gegangen. Das haben wir, glaube ich, 1-2 Monate davor aufgenommen oder so. Das war so vor, man kann sagen, ziemlich genau vor 3 Jahren. Und da stellt sich natürlich sofort die Frage, also natürlich wieder an die Zuhörer, die in den Shownotes auch die alte Folge gerne anhören, weil da natürlich einige Dinge schon gesagt wurden, die, glaube ich, auch sich im Wesentlichen nicht verändert haben von den Kernaussagen. Aber es bleibt natürlich jetzt sofort die Frage, was hat sich verändert? Haben wir die Lehren gezogen richtig und sind wir in eine bessere Richtung gekommen oder teilweise? Oder wie schätzt du die Veränderung der letzten paar Jahre ein? Die Wunschvorstellung, dass nach 2020, nach dem erhofften Ende der Pandemie wieder eine Rückkehr zur Vorpandemiezeit erfolgt, hat sich nicht bestätigt. 2021 war die Welt noch halbwegs in Ordnung, es hat die Impfstoffentwicklung stattgefunden und ja, dann durchaus da gewisserweise positive Entwicklung, dass die Pandemie dann doch überwunden werden konnte. Das, was halt noch nicht absehbar war, war dann die große Überraschung mit 2022, wobei man auch 2021 sagen muss, da war auch die große Überraschung mit der Blockade des Suezkanals durch das Schiff. Was aber ein Unfall war, nicht, oder? Ein Unfall mehr oder weniger, was durchaus auch aufgezeigt hat, dass die Lieferketten verwundbar sind und dort schon einiges ausgelöst hat. Dann eben 2022, auch mit Mai, April, Mai, beginnen 2021 sind eben die Energiepreise oder Strompreise im Speziellen deutlich angestiegen über das viel Jahre zuvor herrschende Niveau. Also noch vor dem Krieg, das ist dann bis Weihnachten. Reden wir jetzt das von Europa, Deutschland, Österreich oder? Von Europa. Von Europa, mhm. Ja. Also wir sind 2015 bis 20 Band gewesen, ungefähr 30 bis 50 Euro pro Megawattstunde. Und es war eben Ende 2021 dann schon bei 600 Euro. Das, ja, die Ursache nicht so ganz klar, aber schon gewisse Markthinweise. Es wird eine Verknappung mehr oder weniger erwartet. Vielleicht auch andere Mechanismen, die eingespielt haben. Und dann eben mit Februar 2022, mit Kriegsbeginn in der Ukraine, natürlich dann nochmal eine Verschärfung jetzt Energieversorgung. Einerseits die unklare Lage Gasversorgung, was dann auch zu einem Anstieg der Preise geführt hat, was dann parallel zum Anstieg der Strompreise geführt hat, mit August 2022 bis auf 1.000 Euro hinauf.
ist jetzt mittlerweile wieder runtergegangen. Derzeit sind wir wieder 70 Euro, ist durchaus wieder in einem verträglichen Bereich, aber trotzdem noch deutlich über das, was wir gewohnt waren und eigentlich auch brauchen, um unser Wohlstand zu erhalten. Ja, durch den Kriegsbeginn, die Inflation, die dann auch mitgestiegen ist, durch die Energiepreise und die Verwerfungen, das heißt, eine Überraschung nach der anderen, bis hin letztes Jahr dann auch der Nahostkonflikt eskalierend und weitere Konflikte, die halt eskalieren. Und ich denke, eine Konstante in diesen 4 Jahren oder seit unserem ersten Gespräch auch ist eben die Veränderung, die Unsicherheit, die Dynamik auch. Und so wie es derzeit ausschaut, ist davon auszugehen, dass das nicht in naher Zukunft enden wird, sondern ganz im Gegenteil noch weiter an Dynamik zunehmen wird. Auch die Spannungen USA und China, da gibt es ja auch Einschätzungen, dass mit der Wahl da jetzt, die sehr polarisiert abläuft, also der Wahlkampf schon und wahrscheinlich noch weitergehen wird, dass da möglicherweise größere Eskalationen auch in den USA mit einhergehen. Also innenpolitisch zumindest, die dann möglicherweise genau. Irgendwelche Verwerfungen wieder mit sich bringen. Auf jeden Fall. Und ja, wenn man das von einer größeren Perspektive betrachtet, gibt es eben verschiedene Untersuchungen. Eines von Ray Dalio über diese Zyklen. Und wir befinden halt uns jetzt in der Phase 5 Niedergang. Und ich habe erst gestern gepostet, eigentlich wie nach Lehrbuch, das, was er dort in seinem Buch vor 3 Jahren beschrieben hat, wie jetzt die Dinge ablaufen, ist genau das, wie er es beschrieben hat. Also diese Diffamierung von der Gegenseite, die Regeln gelten nicht mehr, werden missbraucht und lauter solche Dinge. Und daher auch zu befürchten, dass das eben genau dieser Zyklussprung jetzt ist und auch bevorsteht, was mit mehreren Dingen einhergeht. Einerseits die finanzielle Eskalation. Die USA hat in den letzten Jahren ein Vielfaches von dem an Geld geschaffen, das in den letzten Jahrzehnten geschaffen worden ist. Sie können sich das noch leisten als Weltreservewährung, aber die Frage ist... Wobei das Budgetdefizit in den USA ja völlig durch die Decke geht, nicht? Genau, und vor allem immer kürzere Intervalle, das heißt exponentiell, das ist nicht irgendwie wieder auflösbar. Ne? Das geht nur durch Crash. Und das ist eben in den globalen Konflikt mit China, auch mit der Ansage jetzt von China, in den nächsten 2 Jahren die Technologieführerschaft übernehmen zu wollen, vorprogrammiert. Das heißt einerseits die innenpolitischen Konflikte, andererseits die außenpolitischen Konflikte, dann auch eben die Eskalation im Finanzsystem. Das heißt, wir befinden uns kurz oder unmittelbar vor der Phase 6 und Phase 6 bedeutet Chaos. Im schlimmsten Fall in kriegerischer Form, um eben auch genau diese Probleme irgendwie abzulenken oder anders zu steuern. Aber es wird sicher nicht mehr so weitergehen wie bisher. Die positive Aussicht ist immer noch so eine Chaosphase, die halt durchaus einige Jahre, aber eher weniger Jahre dauern kann, beginnt wieder ein Neuanfang. Das heißt, es findet derzeit ziemlich sicher eine Neuordnung statt. Das Problem, oder das kann man über Jahrhunderte verfolgen, diese Zyklen. Wir hätten heute das Wissen, wie das funktioniert, die Mechanismen, was da alles zusammenhängt. Wir könnten es besser machen, aber das Wissen ist nicht breit verbreitet und daher fallen wir leider immer wieder in die gleichen Muster rein. Genau dieser Populismus, den wir derzeit eben feststellen, ist genau dieses Muster. Und es scheint nicht, dass wir in der Lage sind, kurzfristig dazu zu lernen und es besser zu machen als in der Vergangenheit. Ich meine, ich bin immer sehr, sehr skeptisch, wenn man Vorhersagen oder Prognosen macht. Da bin ich immer sehr skeptisch. Aber ich habe auch das Gefühl, dass also so ein Chaos erleben wir ja jetzt schon, nicht? In so gewisser Maße. Und das kann halt in eine sehr negative oder kann auch durchaus in eine positive Richtung umschwenken, wenn die Richtung, ich meine, gemacht wird. Was mir schon auffällt jetzt, ist gerade in den letzten Wochen, ich habe nur 2, 3 Dinge herausgegriffen, die mir einfach aufgefallen sind. Über Jahre haben eigentlich wesentliche Vertreter, ich sage mal von Energieunternehmen oder alles, was hier staatsnah ist, waren sozusagen in Deutschland und Österreich vollkommen auf der Linie dessen, was sozusagen der politische Programm war. Was mich sehr irritiert hat, weil wenn du mit anderen Experten gesprochen hast, oder zumindest die, mit denen ich gesprochen habe, haben alle gesagt, okay, das geht nicht gut aus, ja. Ich habe eine ganze Reihe von anderen Episoden gemacht, auf die werde ich auch verweisen. Und jetzt zum Beispiel in den letzten Wochen, wir hatten vor ein paar Tagen habe ich von Gerd Christener, der ja der Vorstand bei der Austria Power Grid ist, irgendwie gesagt, das ist ganz so vorsichtig formuliert, aber zwischen den Zeilen sehr deutlich lesbar, wir brauchen Strominfrastruktur und so weiter, weil sonst läuft das alles nicht. Dann haben wir
Ich lese nur die drei Zitate von, dann kannst du, oder die drei Dinge von, dann kannst du auf das antworten. Das zweite, was mal, was, sag mal, wesentlich punchiger war, sage ich mal, war der E.ON-Chef, der Leonhard Birnbaum, also Deutscher, der in einem Interview sagt, Erneuerbare verbrauchen zwei Dinge, Fläche und Geld. Also er hat Ressourcen nicht dazu gesagt, hätte man auch noch dazu sagen können. Aber das war schon mal eine sehr, sehr knackige Aussage eigentlich für Leute, die normalerweise immer auf Linie waren. Und das, genau, das dritte, was auch noch kürzlich passiert ist, ist, dass der Deutsche Rechnungshof eigentlich die Energiewende zerlegt hat und gesagt hat, da ist eigentlich nichts auf Plan und Habeck hat sich schon mal ins Eck gestellt irgendwie so. Also das sind schon Aussagen, die man in Wahrheit schon vor 4-5 Jahren hätte haben können. Und wäre es auch besser gewesen, glaube ich, dann hätten wir besser umsteigen können. Aber jetzt scheinen sie doch so langsam hochzuperlen, oder? Genau, also eben gerade von der Austin Baugert oder vom Gerhard Christina ist jetzt schon fast wöchentlich die Warnung, dass ein systemischer Umbau erfolgen muss, sonst geht's nicht. Eben nicht mit der letzten konsequenten Aussage, was es bedeutet. Und das auch jetzt rückblickend. Wir haben damals schon vor 3 Jahren eben mehr Probleme erwartet. Das war 2022 mit der Energiekrise auch von meiner Seite kommuniziert, Katastrophenwinter möglich. Also der letzte, also 2022, 2023, ja. 2022, genau, sofort. Genau. Ja. Auch mit der unsicheren Gaslage. Und es ist nicht eingetreten, also ich lag im Prognosen sind immer schwierig, wenn sie die Zukunft betreffen. Das heißt ja nicht, dass das eine Vorhersage ist, dass es wirklich eintritt, aber... Es ist eine Risikoeinschätzung eigentlich, oder? Eine Risikoeinschätzung. Und wären die falschen Parameter zusammengetroffen, kalter Winter, weitere Gasverknappung, dann wäre es zu Problemen, größeren Problemen gekommen. Und es war vor einem Jahr, haben dann Akteure, die nicht jetzt meine scharfe Linie verfolgen, mir durchaus bestätigt, haben sie gesagt, dass gar nichts schief geht, mit dem haben sie nicht gerechnet. Ne? Mhm. Aber es war ja schon 22 die Aussage, ja, der Winter geht sich schon aus, aber der nächste, der jetzige, 23, 24, wissen wir nicht, wie wir den schaffen. Ne? Durch das, dass eben 22, 23 unproblematisch mehr oder weniger über die Runde gegangen ist, haben wir vor allem gasseitig die Lager relativ voll gehabt und damit auch für den Winter eine bessere Ausgangslage gehabt und wie auch in letzter Zeit immer wieder Leute gesagt haben, welcher Winter, ne? Es gab keinen wirklichen Winter und damit ist auch dieser Winter wieder gut gegangen, wieder der Erwartung. Ne? Derzeit sage ich, ja, wir machen aktuell die nächsten Monate Sorgen, weil in den letzten Monaten, letzten Jahr in Europa 25% mehr PV zugebaut worden ist und wir jetzt im Februar schon Entwicklungen gesehen haben, eben Probleme, das zu handeln, weil so viel... In der Netzstabilität, oder? In der Netzstabilität und auch in einfach PV-Verfügbarkeit. Und die wirkliche PV-Produktion ist jetzt April, Mai, Juni, wenn es nicht so warm ist noch. Und das heißt, es wird jetzt ziemlich spannend, wie das beherrschbar ist, wenn da so kurzer Zeit solche Mengen dazugekommen sind, die Speicher weiterhin fehlen. Es gibt zwar positive Entwicklungen da, aber die Dimensionen sind völlig, ja... nicht mehr vorstellbar, was da wirklich abgeht. Und wenn man jetzt da eben über den Tellerrand schaut nach Kalifornien, wo auch jetzt am Abend rund 24 Gigawatt Verbrauch ist und wenn die Sonne untergeht, dann gibt es eine steile Rampe, wo man Ersatzkraftwerke braucht. Und von diesen 24 Gigawatt, da haben wir einen Tag gesehen, wurden 5 Gigawatt nur aus Speicher, Batteriespeicher eingespeist und 10 Gigawatt aus Gaskraftwerken, die schnell regelfähig sind, die diese Rampen überhaupt fahren können. Und dann gibt es noch relativ viel Wasserkraft. Das heißt, alles Komponenten, mit denen man das wirklich im Griff hat und stabilisieren kann, weil wir da auch schon mehr negative Erfahrungen hatten. Und das Problem ist, wir haben das in Europa nicht. Wir haben weder die Gaskraftwerke in Relation diese Mengen, Batteriespeicher, ja, in Deutschland gibt es jetzt 8 oder 9 Gigawatt installierte Leistung und davon ist halt dann immer ein Bruchteil wahrscheinlich wirklich verfügbar, vor allem weil das meiste ist Hausspeicher, die sind nicht steuerbar. Ja. Das heißt, die verhalten sich nicht netzdienlich. Der kann die 5 Gigawatt gar nicht abrufen, ne? Und wir haben aber auch viel größere Systeme und wir sehen jetzt in Portugal, Spanien seit Wochen, jetzt glaube ich 3 Wochen, wo der Preis bei Null ist. Also untertags bei Null und jetzt am Abend kann es dann 200 Euro auch sein. Also das Problem ist einerseits positiv, ja, wenn so viele Erneuerbare produziert werden, aber die Frage, wie kann ich die Netzstabilität längerfristig aufrechterhalten, diese Rampen, vor allem wenn Photovoltaik weggeht, was in Spanien noch besser ist, weil die auch thermische Solarkraftwerke haben, wo ich eben gespeichertes abrufen kann,
im Gegensatz zu uns oder vor allem Deutschland wieder. Ne? Und das eine ist dann, ja, welche Investitionen werden da noch getätigt, um das irgendwie weiterzutreiben? Weil es würde gehen, und da gibt es auch Ansätze oder auch Aussagen mit Photovoltaik, Wind und Speicher, kann man das wirklich betreiben, muss sich noch zeigen, vor allem diese Speichermengen, die man dafür braucht, wenn ich das systemisch angehe. Das heißt, derzeit machen wir lauter Einzelteilförderung. Bisher haben wir PV-Windspeicherförderung gehabt. Jetzt gibt es auch die Idee mit Speicherförderung. Aber es gibt nie eine funktionale Einheitförderung. Und das brauche ich eigentlich, weil dann versuche ich eben Erzeugung, Speicherung, Verbrauch zu optimieren und damit den Ressourcenbedarf und auch finanziellen Aufwand zu senken. Das wird aber derzeit nicht gefördert, sondern immer die Eigenoptimierung. Ne? Mir fallen das zwei Dinge dazu ein. Das eine ist nur vielleicht zur Ergänzung, weil du von Speichern sprichst, von Batterien und so weiter. Mhm. Also mir scheint der schon auch sehr wichtig zu sein, und das würde ich in der Diskussion auch gern vergessen, dass man ja Speicher in verschiedenen zeitlichen Skalierungen sich überlegen muss, nicht? Das eine ist, du hast es, glaube ich, jetzt mehr von der Netzstabilität, also mehr oder weniger von der Minuten zu Minuten oder vielleicht über Nacht oder ein paar Stunden oder sowas, vielleicht, ja. Maximal. Okay. Aber das ist sozusagen nur die eine Dimension des Problems. Die andere Dimension des Problems ist, dass du in Deutschland zum Beispiel zum Teil 6 Wochen oder mehr Dunkelflaute hast, wo du weder Wind noch Solar hast. Und wenn du jetzt nicht wiederum die gesamte Kapazität mit anderen Kraftwerken hinterlegt hast, dann müsstest du Speicher für Wochen an Strom haben. Das ist ja völlig unrealistisch. Technisch unmöglich derzeit mit den heutigen Möglichkeiten. Und auch ökonomisch vor allen Dingen. Ich habe nämlich letztens ein Interview gehört mit einem US-Experten für Netze. Und der hat das einfach rein ökonomisch aufgeschlüsselt und gesagt, die eine Sache ist, wenn du eine Batterie hast und die lädst du, entlädst du mehr oder weniger täglich. Oder also hast Zyklen, hast du zumindest hunderte Zyklen oder was? Oder pro Jahr. Und für den Fall, für diese längeren Events müsstest du ja Speicher haben, die vielleicht pro Jahr einen Zyklus haben oder sowas oder zwei. Und das ist total unökonomisch, nicht? Naja, das ist ja auch das Problem einmal, man argumentiert mit der installierten Leistung, so wie bei Photovoltaik, und Photovoltaik ist halt gerade in Deutschland jetzt im nördlichen Bereich 10% ungefähr von der Nennleistung, die korportiert wird, die wirklich verfügbar. Ich habe natürlich die Ausreißer, also man mehr ist, aber im Schnitt bringt man 10% der installierten Leistung aus, und ähnlich auch bei Batterien. Da wird auch argumentiert mit dem, was installiert ist, aber ich weiß weder, wie der Ladezustand ist, noch kann ich sie vollkommen entleeren. Ja. Das heißt, ich erhöhe natürlich mit dem Steuerungsbedarf enorm die Komplexität, was eben wieder zusätzliche Nebenwirkungen schafft. Und das ist auch, was meine Kritik ist, nicht? Auch die E-Wirtschaft sagt, ja, Digitalisierung und wir machen Flexibilisierung und. Damit kann man das Ganze natürlich eine Zeit lang besser managen. Also man immer sowohl als auch wichtig systemisch, natürlich kann man das besser managen. Aber mit der Komplexität gibt es eben Nebenwirkungen, die ich nicht vorhersehen kann und die irreversibel sind, wenn es schief geht. Ne? Und insofern nochmal, wenn ich es nicht wieder systemisch das Ganze angehe, das heißt dezentrale funktionale Einheiten, Energiezellensystem, wo ich den Schaden begrenzen kann. Das ist derzeit genau das Gegenteil. Man möchte das immer mehr zentralisieren, auch mit der Marktvorgabe der EU. Nicht? Bis 2025 müssen die grenzüberschreitenden Kapazitäten zu 70% im Handel zur Verfügung gestellt werden, was im Alltag durchaus sinnvoll ist, weil ich die Ressourcen besser nutze, die Preise damit senken kann. Momentan sehen wir eher das Gegenteil, aber das ist eine Marktimplementierung, wo die Ausgleichsenergiepreise derzeit explodieren. Italien ist erst kürzlich aus diesem System oder steigt jetzt wieder aus, weil so hohe Kosten damit verursacht haben oder zu zahlen haben. Das kann man sicher anpassen. Das Problem ist aber systemisch, wenn eine Störung auftreten sollte, wodurch auch immer, die Chance ist einfach größer, dass es dann großflächig sich ausbreitet, weil ich einfach die regionale Stabilität nicht mehr habe, um das abzufangen. Und das wird, glaube ich, da auch unterschätzt. Also ich glaube nicht, dass man völlig blauäugig ist. Es gibt viel IT-Unterstützung, und das ist auch die Aussage, dass wir heute Simulationen machen können, die es vor 5 Jahren gar nicht gab oder gar nicht möglich waren von der Rechenleistung und allem rundherum. Natürlich kann man da das verbessern. Das Problem ist halt immer, das heißt nicht 100%. Ne? Und das ist so wie, ja super, jetzt haben wir so viel schon erreicht, 50-60% erneuerbar, ist eine tolle Leistung, aber in dem fragilen System, das zunehmend fragiler wird, zählt jede Sekunde. Das heißt, jede der einzelnen
Sekunden von über 31,5 Millionen Sekunden pro Jahr muss die Balance zwischen Erzeugung und Verbrauch ausgeglichen sein. Und es reichen wenige Sekunden Instabilität, um das großflächig zum Kippen zu bringen. Und das wird eigentlich nicht verstanden. Ja, und vor allen Dingen, es ist immer die Geschichte, nicht? Das ist, bei manchen Dingen mag es in Ordnung sein, wenn ich eine Verfügbarkeit von 90 oder 95, wenn ich ein Auto habe und das Auto ist zu 95% verfügbar, sage ich, ja, okay, dann ist es halt 5% der Zeit, ich weiß nicht, der verschneit oder steht in der Garage oder irgendwas oder bei der Reparatur. Aber bei einem System wie der Elektrizität, wo ja alle anderen Systeme davon abhängig sind und wo ich ja dann Dominoeffekte haben kann, wenn ich große Dinge habe, die wegbrechen, dann habe ich ja Folgeeffekte, die ja kaum zu kontrollieren sind, nicht? Nein. Genau, das ist der Punkt auch. Und wir reden jetzt nicht von 99,99% Verfügbarkeit, sondern von wirklich nahe 100, also ein paar Kommastellen geht hinten noch. Wobei auch wieder halt die Sache ist, ja, wir haben ein großes europäisches Verbundsystem, das sehr viel verzeiht, eben gerade die deutsche Energiewende auch, oder auch das Beispiel Dänemark, nicht? Dänemark, ja, hat so viel Wind, ja klar, die restlichen Systemfunktionen durch das restliche System beigesteuert werden und damit geht es. Also restliche System ist das europäische System, genau, muss man sagen, genau, ja, nicht dänische System. Genau, ja, 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 ja. Eben die Verbindung nach einerseits Schweden, wo sehr viel auch dann importiert wird zum Ausgleichen und einfach eben Zeiteinheiten, wir reden ja von Instant, die momentane Reserve, die einfach physikalisch funktioniert, das heißt, wo die rotierenden Massen der Großkraftwerke, die noch da sind, permanent physikalisch elektrisch in elektrische Energie umsetzen, also die Schwungenergie in elektrische umwandeln oder wenn zu viel da ist, wieder einspeichern in mehr Drehmoment. Und das brauchen wir zum großen Stil. Also sowas wie ein Dämpfungselement. Genau, ja. Ein Stoßdämpfer mehr oder weniger. Und mit dem Stilllegen der Großkraftwerke legen wir auch diese Anlagen still. Es gibt zwar, ja, zumindest zwischenzeitlich auch gemacht, aber schon wieder umgestellt, dass man von einem alten Großkraftwerk einfach den Generator weiterlaufen. Ich habe das, vorgestern ein paar Tagen gehört, dass angeblich in dem Kernkraftwerk Biblis, das ja stillgelegt wurde, dass die da mit Dieselgeneratoren oder sowas, die im Prinzip, so wie es verstanden, die Generatoren in Schwung gehalten haben oder so, um quasi diese Schwungmasse zu erhalten im System, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie war im Einsatz, aber meines Wissens ist das dann wieder gecancelt worden. Ja. Das heißt, der Generator ist einfach mitgelaufen, um einfach diese Schwungmasse bereitzustellen. Das funktioniert natürlich im laufenden System, wo das durch das Netz angetrieben wird. Wenn das System aber mal steht, müsste ich den Generator erst wieder zum Laufen bringen. Ne? Das heißt, da brauche ich dann Generatoren. Ne? Es gibt auch Ersatzmöglichkeiten mit Leistungselektronik und mit Batteriespeicher, Großspeicher. Wird in anderen Ländern eben schon massiv eingesetzt, wo es schon große Probleme gab, Südaustralien, Kalifornien, Texas oder Großbritannien auch. Großbritannien haben wir in den letzten Monaten immer wieder größere Probleme gesehen durch den Ausfall von Interkonnektoren, das heißt Gleichstromverbindungen, jetzt die letzte nach Dänemark diese Woche, wo wir dann die Frequenzeinbruch auf 49,63 Hertz gesehen haben, das heißt unter 49,8, wo es eigentlich schon die Grenze ist. Das Überraschende diesmal war, dass nicht wie bei den letzten Ereignissen durch sehr raschen Batterieeinsatz das binnen Sekunden wieder behoben werden konnte, sondern es hat Minuten gedauert. Also da ist irgendwas diesmal anders gelaufen. Das Problem ist genauso hier, das funktioniert gut im laufenden System, nur wenn das System einmal stillsteht, dann ist das eben, es fehlen die netzbildenden Elemente. Da gibt es zwar die Aussagen und das soll kommen, aber ich habe einen Kollegen, der schon lange in Pension ist in Deutschland, der das Übertragungsnetz mit aufgebaut hat und sehr tiefgehendes physikalisches und sonstiges Verständnis eben von dem System hat. Und er sagt, man kann das nicht durch Gleichrichter und so weiter ersetzen, weil das einfach die Physik aushebeln würde und das ist einfach nicht möglich. Daher haben wir da noch größere Baustellen von uns. Also, und gleichzeitig das Problem, das eigentlich nicht bekannt ist, zumindest gibt es keinerlei Informationen wirklich dazu, wo ist die Grenze? Wie viel kann ich abbauen, ohne dass das System instabil wird? Man keine Erfahrungswerte haben können. Ja, weil es bisher auch keine Notwendigkeit gab, weil die Anlagen einfach alle Synchrongeneratoren waren und das sowieso Bestandteil war und der hat sich keiner überlegt, wo ist die Grenze. Ne? Und auch da wieder, das große System kann durchaus einiges aushalten, wo man eben nicht glaubt, wo ich auch vielleicht zu pessimistisch war. Aber es gibt diesen nicht sichtbaren Kipppunkt. Wenn da drüber geht, dann
fresst auch das große System. Ne? Und ich glaube, dass man das da weiterhin unterschätzt. Ich hoffe, ich irre, aber alles, was mein Background-Wissen dazu ist, systemisch, komplexitätswissenschaftlich und auch jetzt aus unterschiedlichen Bereichen von Fachleuten bestätigt wird, liege ich wahrscheinlich leider nicht daneben. Ne? Mir fallen da zwei Sachen an. Das eine ist, dass man auch immer wieder einen Seiteneffekte hat, über die ja auch kaum geschrieben wird. Zum Beispiel einer, der mir einfällt, den ich jetzt aus den USA gehört habe, und ich glaube, in Deutschland gibt es auch ein Unternehmen, das mittlerweile mit den Liefern gar nicht nachkommt, ist, dass einer der sozusagen Big Seller in den USA sind Dieselaggregate, also Notstromaggregate für Hausbesitzer im Wesentlichen, weil halt auch in den USA die Netze immer instabiler werden und die Leute sagen, okay, ich vertraue dem einfach nicht mehr. Und in Deutschland scheint ein ähnlicher Prozess in Gang zu kommen. Und wenn ich ein Haus hätte in Deutschland, würde ich mir auch ein Notstromaggregat kaufen wahrscheinlich oder irgendeine vergleichbare Lösung mir bauen. Und dann sind wir so bei einer, ich glaube, Nigeria ist, glaube ich, das Beispiel, oder? In Nigeria, will ich meine, ist es so, dass die haben zwar ein Grid, aber das ist so instabil und so problematisch, dass mittlerweile die informelle Stromproduktion größer ist als die, oder jedenfalls in diese Dimension kommt. Ne? Und da sind wir ja auch in keinem sinnvollen Zustand, wenn man es im Prinzip dann jeder sich seinen Dieselgenerator irgendwo hinstellt. Genau. Also oder was Ähnliches macht. Ne? Hochgradig ineffizient, Ressourcenverschwendung ohne Ende. Das ist ja nicht grün, das ist das Gegenteil von grün. Genau. Das sind genau diese Side-Effects, die da einfach zu wenig mit betrachtet werden. Weil die Aussage ist halt auch dieses Energiezellensystem, das ist ja nicht so günstig, weil ich brauche Redundanzen und natürlich auch überbauen mehr oder weniger. Das Große ist ja viel effizienter. Ja, das stimmt, aber nur so lange, bis halt irgendwas schief geht, weil dann ist die ganze Effizienz, und das haben wir jetzt ja auch bereits erlebt mit den Strompreisen, in den letzten 20 Jahren sind wir weiter runtergegangen, ne? Nicht nur, weil man alles günstiger geworden ist, sondern weil man auf die Reserven der letzten Jahrzehnte zurückgreifen konnte und diese sukzessive abgebaut hat, aufgebraucht hat. Darüber wurde nicht gesprochen, weil das ist keinem aufgefallen. Und jetzt sind wir am Status, wo aber nichts mehr da ist. Das heißt, wir sind wirklich am Ende einerseits alternde Infrastrukturen, man müsste die ersetzen. Ich habe mehrere Beispiele, wo man gesagt hat, ja, vor 10 Jahren gab es noch eben Transformatoren, jetzt keine auf Halde. Die gibt es alle nicht mehr und es darf nicht viel passieren. Ne? Ja. Wir sind eben in Deutschland, soll es 1100 Großtransformatoren auf der Höchstspannungsebene geben, über 560 Jahre plus alt und mehr oder weniger am Ende der Lebenserwartung. Oder die Fehleranfälligkeit steigt dann. Ja. Vor allem unter diesen Betriebsbedingungen, die heute betrieben werden müssen. Ja. Ne? Und gleichzeitig die Aussage, es gibt aber eine Produktionskapazität von 2 bis 4 Stück pro Jahr. Im Augenblick. Im Augenblick. Ja, ja, ja. Das heißt, wir müssen in den nächsten Jahren absehbar massiv Infrastruktur ersetzen, haben aber keine Kapazitäten, um das zu machen. Und das ist auch nicht eingepreist. Und ich sage, ja, ich kann jetzt Anlagen, die Produktionskapazität erhöhen. Aber welchen Skalierungsgrad bringe ich zusammen? Weil ich muss das Material haben, was derzeit auch laufender Problem ist, auch bei kleinen Transformatoren. Und vor allem, ich brauche das Fachpersonal. Und das ist schon generell das Fachpersonal Problem. Ist links und rechts ein Problem, ne? Genau. Ja. Wir haben die Aussagen schon derzeit, dass eben der Alltagsbetrieb schon schwierig, immer schwieriger wird, die richtigen Leute zu bekommen, weil die Bildungsthema, nicht? Wir haben, ich habe die Aussage gehört, in Graz gab es vor Jahren noch 450 Beginner Elektrotechnik und vor 2 Jahren waren es, glaube ich, 50. Mhm. Und dann werden die um Unsummen auch in anderen Weltregionen abgeworben oder solche Dinge. Ne? Also, ja, weil wir natürlich internationalen Wettbewerb haben, all diese Dinge haben, nicht? Ja. Oder ich kürzlich gehört, ich weiß nicht, ich habe es nicht weiter verifiziert, aber ein deutscher Übertragungsnetzbetreiber will anscheinend sein Personal von 1500 auf 4000 aufstocken. Aber keiner sagt, wo kommt's her, ne? Und das haben wir eigentlich im Filmbereich, auch jetzt Cyberbereichen oder so, wo man gerade jetzt mit den neuen Richtlinien, NIS2 und resilienzkritische Einrichtungen, wo Anforderungen daherkommen, wo es weder behördenseitig noch unternehmerseitig noch beraterseitig die Ressourcen gibt, um das in absehbarer Zeit hinzukriegen. Und gleichzeitig auch die Wahrnehmung, dass halt viele Unternehmen derzeit mit Überlebensfragen beschäftigt sind, also Core-Business, ja. Überlebensfragen. Und dann denkst du nicht weiter in die Zukunft, dann versuchst du... Genau, und immer mehr Auflagen. Ja. Also das ist einerseits diese Sicherheitsschiene durchaus berechtigt, auch hier was zu machen, aber die Frage ist, ob es
nicht überschießend ist. Nicht? Ja, ich beobachte diese Bürokratieanforderungen, die Jahr zu Jahr mehr werden. Das ist ja vollkommen absurd schon, was du hier als Unternehmen zu tun hast. Ne? Genau, erst kürzlich auch in einem Podcast gehört, ein Unternehmen 2000 Mitarbeiter, 300 Beauftragte für irgendwas. Ne? Ja, ja, und nichts, was irgendwie operativ und sinnvoll ist. Ne? Oder kaum, sagen wir es. Also Brandschutz und solche Dinge sind sicher wichtig, Arbeitsschutz. Die Frage ist, in welchem Umfang. Ja. Aber das ist auch so ein Erkenntnis aus der Komplexitätswissenschaft, dass eben Bürokratie immer mehr dazu neigt, sich selbst zu verstärken, natürlich auch mit den Vorfällen, aber alle über den Kamm zu scheren und damit eigentlich das System abzuwürgen. Also das geht so lange, bis keine Ressourcen mehr dazu sind, um die eigentliche Aufgabe zu machen. Ja. Und da sind wir eigentlich auch drinnen. Und gerade jetzt auch mit Transformation, sowohl gesellschaftlich als auch energiemäßig, statt die Freiheitsgrade zu erhöhen, um neue Entwicklungen zu ermöglichen, engen wir es immer mehr ein. Auf einem sinnvollen Spielfeld, nicht? Genau. Da fallen mir zwei Sachen, Das eine, ich muss das Zitat loswerden, weil es mein Lieblingszitat von Nassim Taleb ist, wo du Effizienz gesagt hast, nicht? Nassim Taleb hat gesagt, most modern efficiency measures are deferred punishment. Also die meisten modernen Effizienzmaßnahmen sind verzögerte Bestrafung. Also sagen, du machst jetzt Effizienzmaßnahmen, sparst da was ein, aber du zahlst dann das, was du eingespart hast, dann meistens beim nächsten großen Problem dann unter Umständen doppelt drauf, nicht? Ja, ein klassisches Beispiel, nicht? Personalabbau, Know-how-Abbau geht eine Zeit lang gut, nicht? Weil die Personalkosten weg habe, aber irgendwann ist Know-how weg oder. Oder du löst Effekte aus, wenn du es ungeschickt machst, dass dir dann die guten Leute weggehen und solche Sachen, nicht? Also alle möglichen. Ja. Aber zum Spielfeld, da wollte ich noch eine Sache fragen, die mich wahnsinnig irritiert schon seit Jahren. Machen wir mal ein anderes Beispiel an. Du hast die Möglichkeit, dir zwischen zwei Serviceanbietern zu wählen, die dir Wasser zur Verfügung stellen im Haus, ja? Und der eine kostet ein Fünftel vom anderen, okay? Und sagst, naja, der ist billiger, ne? Und in jeder Tageszeitung steht, Anbieter X ist jetzt da, braucht nur ein Fünftel der Kosten fürs Wasser wie Anbieter Y, ne? Was nicht dazu steht, ist, dass der Anbieter X aber Wasser nur liefert, wenn es halt zufällig in Niederösterreich regnet und nur am Tag danach. Und dann gibt's halt wieder mal 3 Wochen kein Wasser und dann kommt wieder Wasser, dann ist es aber ganz billig. Und das ist ja, verstehst du, ich vergleiche, in beiden Fällen habe ich Wasser, nicht? Aber ich vergleiche ja nicht das gleiche Wasser, weil im einen Fall habe ich Wasser 24 Stunden, 53 Tage, im anderen Fall habe ich Wasser, ja, wenn es halt geregnet hat oder wenn der die Leitungen hat und so. Und darum denke ich mir, ich kann doch so keine Preise vergleichen. Oder andersrum gesagt, nicht nur Preise. Mein Zugang wäre, wenn ich jemanden fördere oder in ein Netz hineinlasse, sagen wir mal einen Solaranbieter, dann müssten die für mich alle auf derselben Ebene spielen. Das heißt, wenn du mir sagst, du bietest mir 1 Gigawatt oder was ich, oder Gigawattstunden oder was auch immer, welche Einheit auch immer an, dann sage ich, fein, du kriegst dafür pro Gigawatt so und so viel, aber Verfügbarkeit ist 95%, was weiß ich. Und dann sagst du, ja, aber die kann ich nicht gewährleisten, weil ich bin ja Solaranbieter. Sag ich, ist mir wurscht. Dann musst du dich darum kümmern, dass du mit einem anderen einen Vertrag machst, mit einem Speicherhersteller oder mit einem kalorischen Kraftwerk meinetwegen, ist mir alles wurscht. Weißt du, was ich meine? Hurra, ich zahle dir wenig für Ding, aber ich hab mir die Probleme eingekauft damit, oder? Danke, das ist genau meine Aussage auch immer dazu, ganz pragmatisch. Ich sage, jeder, der am Markt mitspielen will oder mit einer gewissen Größenordnung mitspielen muss eine definierte Zeit pro Jahr, 95% wird wahrscheinlich zu viel sein. Was auch immer es ist, irgendein gleiches Spielfeld, nicht? Ja. Genau. Verlässlich liefern können, weil ich damit die Kooperation fördern würde, nicht? Genau. Und als Marschall dazu, aber nur mit einem gewissen CO2-Rucksack, weil sonst nehme ich ein Kohlekraftwerk oder was auch immer und würde es andererseits wieder aushebeln. Ja. Aber damit würde die Kooperation fördern und damit auch die systemische Vorgangsweise, das, was ihm derzeit fehlt und was völlig in die Hosen geht, bis hin, dass ich sage, ich fördere weiterhin, was völliger Wahnsinn ist, eben Photovoltaik- und Windanlagen auf 15, 20 Jahre und behaupte gleichzeitig heute schon, das ist ja die billigste Energieform. Ne? Also es passt hinten und vorne nicht zusammen, es ist nicht kongruent. Ne? Ja. Mit dieser einfach Pauschalförderung, das ist völliger Irrsinn, wo jetzt durch die Überbauung jetzt schon eben immer mehr Zeiten auftreten, wo der Strom dann gar nichts kostet, also sogar negativ ist. Zahlt also, allgemein, du zahlen musst, um ihn loszuwerden. Genau. Ja. Aber das zahlt die Allgemeinheit dann die Differenz zu dem, was im Vertrag steht. Also das ist völlig irre und wir haben es jetzt schon, dass
ich glaube, minus 2 Milliarden das EEG-Konto jetzt in Jänner, Februar ist in Deutschland. Und da kommt noch einiges erst in den nächsten Monaten daher, ne? Also, ja, es ist völlig planlos. Beste Absicht, aber eben der Pfad zur Hölle ist mit besten Absichten. So ist es. Und ich würde es ganz gerne mal den Blickwinkel ein bisschen erweitern. Wir haben es über Europa gesprochen. So, aber letztendlich ist es ja so, wir haben ja vorher auch, oder du hast vorher auch über Gas und so weiter gesprochen oder andere Rohstoffe. Das ist ja auch das, was der Professor Singh gesagt hat. Nicht jeder Rohstoff, der irgendwie global handelbar ist, ist letztlich in einem globalen Wettbewerb. Und wenn Deutschland den Preis von Gas hochtreibt, weil sie wie wild LNG kaufen, dann hat halt Bangladesch nichts mehr zum Verbrennen. So, das ist halt eine Konsequenz davon, weil die sich es nicht leisten können. Ne? Genau. Und nur, ich möchte noch so ein paar so internationale Zahlen einwerfen, die für mich auch insofern wichtig sind, weil ich muss überlegen, welchen Impact kann ich in Europa überhaupt haben und wo würde ich die Energie sinnvoll einsetzen und weniger sinnvoll. Die Chinesen haben jetzt begonnen, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, die haben jetzt begonnen, Dutzende neue Kohlekraftwerke zu, also ich glaube, sie bauen jetzt jede Woche oder alle 2 Wochen ein neues Kohlekraftwerk in der Gigawatt-Dimension. Ne? Dann habe ich gestern gelesen, Indien hat jetzt 27 Gigawatt Kapazität Kohlekraft schon geplant gehabt und hat jetzt weitere, also in Summe sind es ungefähr 90 Gigawatt, was sie jetzt in Planung haben und bauen wollen demnächst. Da reden wir so von hunderten Gigawatt an Kohlekraftwerken, die jetzt einfach überall gebaut werden. Das heißt, die Länder wollen einfach aus der Armut heraus, das versteht man. Und jetzt bauen die halt, die bauen alles, was geht, nicht? Die bauen Kohle, bauen Wind, die bauen Solar, die bauen Kernkraft, alles. Das ist ja eine Riesendimension. Und wir glauben, dass wir da jetzt, weil wir 3% irgendwo reduzieren, dass wir da irgendeinen Impact haben. Das macht doch, ist doch im Big Picture ist doch völlig sinnlos. Ja. Ist so. Wobei ich jetzt auch gehört habe, China nicht eben hat über 1000 Gigawatt nur Kohle, dass aber der Einsatz zurückgeht, weil die auch massiv erneuerbar ausbauen. Aber es braucht trotzdem eben irgendwas Stabilisierendes oder flächlich Verfügbares. Und das ist, was bei uns mehr oder weniger ausgeblendet wird, weil nichts passt. Nicht? Weil Atom will man nicht, ob man neue baut, wie schnell, und da kann man lang diskutieren, aber eben die Abschaltung war völliger Humbug, weil dann hätte man die ganze Kohlestrom oder einen Großteil der Kohlestromverbrennung schon einstellen können. Das heißt, CO2-mäßig wäre das ja super gewesen. Aber es wird nicht klar deklariert, was ist jetzt wirklich das wirkliche wichtige Ziel. Ja. Und daher weiß man nicht, welche verdeckte Agenda da im Hintergrund wirklich mitspielt, ob das wirklich ja beste Absicht, aber halt leider trotzdem falsch ist oder muss sonst noch eine Rolle spielen. Ne? Ja, weil man muss sich wirklich teilweise fragen, was tatsächlich die dahinterliegende Intention ist, weil von manchen auch politischen Seiten Deutschland hatten wir das Gefühl, dass ja das jetzt das Schrumpfen der Wirtschaft und die Depression ja geradezu als Erfolg gefeiert wird, nicht? Ja. Gibt ja auch einige Akteure, die das propagieren. Ne? Gleichzeitig aber die Aussage, mit Schrumpfen mache ich mal den Wohlstand kaputt. Gut, da kann man vielleicht Spielräume noch ja, ausreizen, ohne dass jetzt gleich in die Armut geht. Ja, aber es trifft immer die Falschen. Immer die Ärmsten sind die, die am ersten draufzahlen. Und vor allem global wird es keine Nachahmer finden, sondern so im Gegenteil. Ne? Genau. Das heißt, wir müssten eher schauen, oder wenn wir wirklich was bewirken wollten, wo setze ich die Ressourcen ein? Ja. Und wie schaffe ich Know-how, das vor allem woanders der Vielfaches an Wirkung erzeugt? Exakt. Oder Technik, die woanders. Ich denke mir jetzt auch an so Kontinente wie Afrika, nicht? Afrika wird sich ja hoffentlich auch über die nächsten Jahrzehnte mal stärker entwickeln. Und dann hätten wir einen wesentlich größeren Hebel, wenn wir Technologien produzieren würden, die dann dort skalieren. Ja. Und nicht uns ruinieren mit Technologien, die bei uns kaum was bringen. Ja. Mit das, was halt auch nicht verstanden wird oder einfach ignoriert wird, ist einfach die Energieintensität. Ne? Ja. Wir sind halt, wie mein Kollege immer sagt, im Schlafenland jetzt mit Fossilen sehr lange gewesen. Und das kann ich nicht einfach ersetzen. Nicht? Weil wenn ich sage, ich habe x-fachen Ernte- oder Nutzungsfaktor jetzt durch Fossile und auch nuklear und gehe jetzt aber mit Photovoltaik und Wind auf ein Level zurück wie vor 2000 Jahren, dann das funktioniert bleibt. Das nicht. Ne? Das bringt mich auf einen Punkt, da habe ich mal ein schönes Zitat aufgeschrieben von Václav Smil, weil das ist mir nämlich aus 2 Punkten interessant für mich. Einerseits, was genau das aufgreift, was du gerade gesagt hast, nicht? Václav Smil schreibt da, ich übersetze es jetzt live irgendwie, fossile Energieträger versorgen ungefähr 83% der Weltenergie. Das waren ungefähr, also das ist 1-2 Jahre alt, das ist relativ aktuell.
im Vergleich zu 86% im Jahr 2000, ich habe mal die Grafiken, du kannst dir den, wenn du den Beitrag der Fossilen anschaust, bis in die 70er Jahre warst du in den 70er Jahren bei knapp unter 90% und das ist praktisch flach. Es ist praktisch flach, es ist von, weiß ich, 87 jetzt auf 83 und also es ist, geht praktisch nicht zurück. Also die Tatsache ist, wir sind eine fossile Gesellschaft. So. Ja. Und wenn jemand sagt, just stop oil, dann sagt er damit, töte Millionen Menschen. Wenn ich das ernst nehme, wenn ich das als sofortiges Kommando verstehe, nicht? Weil wir, Millionen, Milliarden. Milliarden, okay, ja, Milliarden, richtig. Also das ist offensichtlich Irrsinn, nicht? Die Frage ist, wie kann man auf einen Pfad kommen, weil dass wir jetzt die nächsten 400 Jahre nicht von Fossilen abhängig sein wollen, ist auch irgendwie logisch. Und die Frage ist, wie kann man auf einen Pfad kommen, der zeitlich und energetisch sinnvoll ist. Und da kommt noch ein zweiter Punkt dazu, den wir noch dazu ergänzen, das haben wir gar nicht gesprochen. Er spricht von den Four Pillars of Modern Civilization, also den vier Säulen der modernen Gesellschaft. Ammoniak, Plastik, Stahl und Zement, die sozusagen die tragenden Säulen der modernen Gesellschaft sind. Und kurz zusammengefasst, ohne die Zahlen zu wiederholen, aber diese vier wesentlichen Rohstoffe sind vollkommen von fossilen Energieträgern abhängig. Auf der ganzen Kette, vom Abbau bis zur Produktion. Er sagt, es gibt zwar da und dort Verfahren, die das anders macht, aber keines von denen hat irgendwie eine industrielle Reife oder eine Skalierungsreife. Und das sind 20% des Weltenergieverbrauchs und 25% der Emissionen. Das heißt, worauf ich hinaus will, ist, wir tun immer so, als wenn wir da jetzt ein bisschen Elektrizität ein bisschen mit Wind produzieren und dann glauben, dass das Elektroauto grün ist, dann haben wir irgendwas gehoben, nicht? Genau, es fehlen einfach die Größenordnungen, die dahinter stecken, welche Energiemengen wir heute einfach ganz selbstverständlich brauchen und verbrauchen. Und auch nochmal zurück zu China, Indien und so weiter. Für mich ist ja immer auch so die Frage, was wird ersetzt und was wird einfach add-on? Genau, in Wahrheit ist es add-on, nicht? Genau, bei uns geht es um Ersetzen und in den anderen Regionen geht es einfach um add-on. Nicht? Das sind natürlich ganz andere Dimensionen, aber wenn ich sage 1000 Gigawatt nur Kohle, ist das auch ganz eine andere Hausnummer, das für uns gar nicht vorstellbar ist, was das heißt. Nicht? Also der doppelte EU-Verbrauch mehr oder weniger, nur strommäßig. Ja. Und ich glaube, das ist das, was du ja immer wieder erwähnst, nicht, dass wir sowohl im systemischen Denken zu schwach sind, aber auch natürlich im Verständnis der Dimensionalität der Probleme, nicht? Sowohl in der zeitlichen wie auch in der räumlichen Dimension, ne? Oder Volumina und so weiter, nicht? Vollkommen richtig. Ja. Ich bringe auch immer wieder Beispiel von Mega auf Gigawatt und dann auf Terawatt, um das ein bisschen bildlich hinzukriegen. 1 Million Sekunden sind 12 Tage. Und dann die Frage, wie viel sind 1 Milliarde Sekunden sind 32 Jahre. Mhm. Und 10 hoch 3 mehr. Ja, ja. Und da wird dann klar, okay, das sind Hausnummern, die passen nicht mehr in unser normalen linearen Denken rein. Aber diese Größenordnung reden wir, wenn wir jetzt eben von Megawatt reden und auf Gigawatt gehen und eigentlich muss man von Terawatt da sogar noch mehr reden, wenn man Gesamtenergie anschaut. Und für mich war ja vor 13 Jahren der Einstieg Smart Metering. Ne? Mhm. Und damals kam die Verordnung aus, bis 2019, also die EU-Verordnung war bis 2020 80% der Zähler müssen getauscht sein. In Österreich gab es dann die Ambition, bis 2019 müssen 95% der Zähler getauscht sein. Und jetzt aktueller Stand 5 Jahre später, nach 2019, ist, dass wir es vielleicht heuer schaffen, diese 95% zu erreichen. In Deutschland sind wir, ich weiß nicht, mal schon im einstelligen, also im einprozentigen Bereich sind, war damals schon absehbar, das geht sich nie aus. Ne? Also weil einfach ganz die ganzen Probleme dann nicht mit betrachtet worden sind. Dann gab es einen großen Cyber-Zwischenfall im Stromversorgungssystem 2013 und dann ist man sehr auf die IT-Sicherheit gegangen, um das wirklich abzusichern. Und das natürlich auch verzögert und die große Erwartung von der Industrie, das wird das große Big Business, hat sich dann halt auch nicht bewahrheitet und damit hat sich alles verzögert bis hin, da brauchst du laut Leute, die das umbauen. Ne? Und jetzt haben wir da einfach einen Zählertausch, nicht ganz einfach nur einen Zählertausch, weil der digitale Zähler hat natürlich dahinter auch eine IT-Infrastruktur notwendig. Das heißt, ich muss die Infrastruktur auch aufbauen, wobei ja, ein paar Server aufstellen ist jetzt nicht die große Kunst. Die Kunst ist mehr, die Daten von A nach B zu bringen, was auch derzeit eben die Kritik am neuen Energiewirtschafts-, Energielenk- und so, erneuerbaren Energiegesetz, glaube ich, ist das,
ist, dass man eben vorgehen will, dass man mehr Daten übertragen muss und wo man sagt, das geht technisch gar nicht. Ne? Also auch da wieder, man setzt Vorgaben, wo man jetzt schon sagen kann, das geht sich nicht aus. Aber um das vielleicht zu generalisieren, weil das bringt mich auf den Punkt ganz lustig, ich hab das Künstlergespräch mit Vince Ebert geführt, ich weiß, ob du den kennst, ja. Den Kabarettisten. Der ist ja auch Physiker und das wird auch, ich weiß nicht, ob es vor oder nach dem Gespräch herauskommt, werden wir sehen. Und der Vince Ebert hat sozusagen auch als Point gesagt, hat einen Vortrag gehalten, wo auch über solche Themen gesprochen hat und er hat gesagt, danach trifft er irgendeinen Uni-Professor oder was, Assistenten, irgendwas, der ihm sozusagen sagt, ja, das hat er das irgendwie alles ausgerechnet und wie haben wir die Lösung alles und braucht es nur umsetzen und so. Und da ist der Zeitplan und in 5 Jahren haben wir das erledigt. Sagt er, und haben Sie schon mal die Frage gestellt, warum es Deutschland nicht schafft, in, ich weiß nicht, 20 Jahren einen Flughafen zu bauen oder was auch immer die Zeit ist, war in Berlin nicht. Ein Bauwerk, ich habe das mal recherchiert, es gibt, glaube ich, weltweit 10.000 Flughäfen, ich weiß nicht, wie viele. Also das ist ein total eigentlich etwas, was wir 10.000-fach gebaut haben. Ja. Und bei einem solchen Bauwerk scheitern wir. Ja. Und dann glauben wir, dass, weil irgendein Herr Professor sich was am Papier ausgerechnet hat und dreimal multipliziert hat, dass wir das jetzt schaffen, in der Realität so umzusetzen. Und da herrscht eine, so, und das ist vielleicht der Punkt, der mir noch am wichtigsten ist, eine unfassbare Naivität in den, und da vor allem noch ein zweiter Punkt, was mich da so irritiert ist, es gibt immer mehr Aktivisten, die Probleme erkennen, das ist auch okay, nicht? Und ich sage, okay, du hast erkannt, dass irgendwie in dem Fluss irgendein Schadstoff ist und das ist nicht gut offenbar, ja, wir wollen es dagegen machen, fein. Und dann sagt der Aktivist, und da ist irgendwie, weiß nicht, eine Produktionsstätte oder Fabrik, und die sind schuld, und die müssen wir jetzt zusperren, oder was weiß ich, nicht? Und dann sage ich vielleicht, also, ich habe mir jetzt diese Industrie angeschaut, die produziert das überhaupt gar nicht, das kann nicht von denen kommen. Und jetzt passiert aber nicht, dass das der Aktivist sagt, aha, okay, da müssen wir warnen, sonst heißt, dann heißt, ich bin ein Verleugner des Flussschadstoffs oder sowas, nicht? Also, du bringst hin, stellst das Problem da, und wenn du dann die Lösung kritisierst, weil du sagst, Freunde, ich verstehe schon das Problem auch, aber die Lösung ist völlig Hanebüchen. Du bist ein Klimaleugner, du bist ein Rechtsextremer, irgendwas. Das ist ja völlig, die Argumentationslogik ist ja völlig verdreht, was wir heute teilweise haben. Das ist auch eben genau in diesem Welt im Wandel beschrieben. Diese Polarisierung und eben weg vom Fakten gehen hängt auch eng mit Niedergang des Bildungssystems zusammen. Ja. Und daher auch eben, ich kann schon Schulen machen, wenn ich sie einerseits für Infrastruktur und für Bildung einsetze. Um einfach die Produktivität. Also wenn ich irgendwas einsetze, wo der langfristige Gewinn größer ist eigentlich als der kurzfristige Einsatz. Ja. Genau. Und das ist ein Riesenthema, wenn man das Problem anspricht, habe ich jetzt auch ein paar Mal gehabt, nicht? Eben mit Speicher und so weiter. Ja, aber du hast ja keine Lösung. Ne? Also, wenn man keine Lösung hat, darf man das Problem nicht ansprechen. Ne? Das war auch jetzt massiv Kritik Richtung Bundesrechnungshof. Darf der das überhaupt? Hat der überhaupt eine Befugnis, das zu prüfen? Und hat der überhaupt die Kompetenz? Und ich sage, das ist ein Erbsenzöller. Der braucht nur sagen, das ist die Absicht und das ist der Stand. Und das passt überhaupt nicht zusammen. Das passt nicht zusammen. Das ist ja nicht die Aufgabe vom Rechnungshof, jetzt da Energieplan aufzustellen. Genau. Aber der kann prüfen, ob das, was da budgetiert ist und was da stattfindet, ob das in einem sinnvollen Maße auch passiert. Ja, für mich war so, oder ist nach wie vor ein Musterbeispiel, das ich immer bringe, eben die Absicht war, bis zum Atomausstieg Ende 22, zum geplanten, 3 bis 4 große Leitungen nach Süd zu haben, um den Windstrom, sofern er im Norden da ist, in den Süden zu bringen. Ne? Und die letzten Aussagen dazu sind frühestens die erste 2028. Aber man hat dann zweiten Schritt trotzdem gemacht, obwohl man eigentlich Plan-Do-Check-Act eigentlich feststellen hätte müssen, das geht nicht, weil das fehlt. Ne? Und das ist aber kein Einzelbeispiel, sondern ein Dauerbeispiel. Das ist genau das Problem und das ist fast das, was mir am wichtigsten ist in der ganzen Kommunikation, dass wir, ich glaube auch, wir haben ein Riesenkompetenzproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem und wir haben, glaube ich, wirklich ein Politik- und Aktivismus- und Journalismusproblem, das in die Richtung geht, oh, ich habe eine gute Idee und weil sie in meinem Kopf funktioniert und weil ich es irgendwie da am Papier, da mit dem Computer simuliert habe, darum geht das dann auch genauso in der realen Welt. Nein, geht's nicht. Geht's einfach nicht. Ja, und das, was auch da gut reinpasst, ist eben immer diese Durchschnittswertbetrachtung. Mm. Ne? Mm. Weil im Durchschnitt passt Wind und Photovoltaik sehr gut zusammen. Das stimmt bis zu einem gewissen Grad, aber wieder, wir reden nicht vom Durchschnitt, sondern vom Instant. Das heißt, jede Sekunde muss das passen und da haben wir immer wieder die großen Lücken. Ja. Und das ist mit Speicherbetrachtung und sonstigen genauso. Nicht? Man rechnet immer irgendwelche Durchschnittszahlen und es ist ja nicht relevant, die Speichermenge insgesamt, sondern auch, wo sie physisch steht, ob sie
am richtigen Standort auch. Ja, ich habe nichts davon, kann, wenn ich im Durchschnitt in Deutschland so und so viel habe, aber von dem steht dann vielleicht der Großteil im Norden und ich brauche es im Süden oder irgend sowas. Nicht? Genau, ne? Ja. Weil ich eben keine Kupferplatte habe von der Infrastruktur, sondern auf diese Engpässe auch Rücksicht nehmen muss. Gibt schon jetzt auch Projekte, wo man eben genau das adressiert, aber das sind alles Projekte, die jetzt aufgesetzt werden, wo man gut Speicher gehen jetzt Monate bis wenige Jahre, wenn es verfügbar ist, aber auch da stellt sich die Frage, zumindest das, was ich bisher gelesen habe, ressourcentechnisch. Ne? Ja, klar. Enorme Aufwände und woher kommt das Zeug? Ne? Und wieder Personal und. Ja, das ist der letzte Punkt, den ich vielleicht auch noch kurz ansprechen wollte, weil er mir auch große Sorgen bereitet, ist die Eric Weinstein hat irgendwie gesagt, die heutige Generation wäre nicht in der Lage, die Dinge aufzubauen, die unsere Väter und Großväter geschaffen hat. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Generation meines Vaters, meines Großelterngeneration, dass die sehr, sehr viel an Infrastruktur und an Dingen aufgebaut haben, von denen wir bis heute zehren, wo ich wirklich das Gefühl habe, dass wir brutal an Kompetenz, also entweder eine individuelle Kompetenz oder auch eine systemische Kompetenz verloren haben, wahrscheinlich eine Kombination von beiden. Und dann drittens auch noch diese Hybris, ja, es gibt, kennst du diesen Chesterton Fans, kennst du dieses Gedanken, ja, also der britische, ich glaube Schriftsteller Chesterton hat das als Beispiel gebracht für, er hat damit den Konservativismus erklärt, er hat also das, also diese Geschichte erzählt, zwei Politiker gehen irgendwie da in England, also einer Wiese entlang, einer ist ein Konservativer und der andere ist ein Progressiver, irgendwie so nicht, und dann kommen sie zu einem Zaun, darum heißt es Chesterton Fans, ne? Und der Progressive sagt, was macht dieser scheiß Zaun da mitten in meinem Weg, den reißt man weg, weil ich möchte da frei durchgehen können, nicht? Und der Konservative sagt, also Folgendes, wenn du mir nächste Woche erklären kannst, wer den Zaun gebaut hat, warum man gebaut hat und was der Zweck des Zauns ist, dann unterstütze ich dich, ihn wegzureißen, wenn man dann, also einfach nur der Gedanke dahinter, ja, oh, das brauchen wir nicht, das können wir einfach, machen wir neu und wir bauen ein System, wo niemand mehr so ganz genau weiß, was das alles an Funktionen hat. Das tauschen wir jetzt mit irgendwas Neuem aus, weil keiner genau weiß, wie es funktioniert, nicht? Und das ist für mich, das hat für mich mit progressiv zu tun, das hat für mich mit verantwortungslos zu tun. Ja, ja. Du hast eine tolle Episode gemacht, ich weiß nicht, was, 45 Grad in dem Bereich, wo du sagst, wenn man ein hohes Kulturlevel erreicht hat, wie wir, ja, dann fällt man nicht auf die nächste Ebene runter, wenn man schief geht, sondern ziemlich weit runter. Und das haben wir eigentlich, ne? Weil unsere Vorgängergenerationen konnten noch mit einfachen Dingen überleben. Wir können es heute nicht mehr, weil wir die Strukturen nicht mehr haben. Ja, du lebst in einer Stadt mit Millionen von Menschen, die, wo alles von Digitalisierung, von IT abhängig ist und IT von Strom abhängig ist und so weiter. Genau. Was passiert, wenn bei uns die Stadt Strom ausfällt? Dann steht die Stadt und steht heißt nicht jetzt, oh, wir sitzen zu Hause und spielen PlayStation, sondern dann haben wir nichts zu essen, nichts zu... Genau, der wunde Punkt, und das haben wir im Eingangsthema wieder, ist, oder meinem Kernthema, diese massive Abhängigkeit von der Logistik, von der Versorgung, die uns nicht bewusst ist, und wenn die aber durch Stromausfall, IT-Ausfall großflächig unterbrochen ist, dann haben wir sehr, sehr wenig Spielraum. Derzeit wenige Tage, weil die meisten dann nichts mehr zu essen haben. Ja. Und aus der Auseinandersetzung auch in den letzten Jahren, jetzt vor allem mit der Lebensmittelwirtschaft in Österreich, ist klar, vor der zweiten Woche wird auch bei einem eintägigen Stromausfall immer großflächig nichts anlaufen, weil die ganze Logistik nicht zum Laufen zu bringen ist in dieser Geschwindigkeit. Und das ist, ich meine, nochmal, dass ich es verstehe. Wir hätten das Szenario eines eintägigen großflächigen Stromausfalls. Genau. Und was ist dann die Konsequenz? Die Konsequenz ist, dass wir nicht wissen, wie lange es dauert, die Telekommunikation wieder herzustellen. Okay. Die Erwartung jetzt aus den Fachbereichen ist ja, es geht alles automatisiert wieder hoch. Gleichzeitig 5% Hardware schon. Mhm. Das heißt, passt nicht ganz zusammen. Ja. Und daher zu erwarten, dass mehrere Tage die Kommunikation nicht entweder technisch nicht, ja, nur teilweise, ja, oder mit Überlastungen funktionieren, ja, wird. Und ohne Telekommunikation gibt es keine Produktion, keine Warensynchronisierung, was ganz einmal entscheidend ist, keine Treibstofflogistik. Treibstofflogistik, okay. Mhm. Keine Computerkassen und damit eigentlich nichts davon. Ne? Und daher, wenn wir gut sind und jetzt vorbereiten, dann schaffen wir es, dass wir es hoffentlich bis in die zweite Woche schaffen, eine Grundnotversorgung, die wir jetzt vorbereiten müssen, wieder zum Laufen zu bringen, damit wir genug Leute in die Arbeit kriegen, damit wir überhaupt weiter hochfahren können. Ne? Und derzeit ist halt der Stand, dass 2/3 der Bevölkerung spätestens nach einer Woche nichts mehr zum Essen haben. Deswegen, Magen knurrt, zu Hause habe ich nichts, Supermärkte sind leer oder zerstört und es kommt nichts, woher. Aber es gibt ja Lieferando, oder? Da braucht man dann anrufen, muss ich. Genau, anrufen. Okay. Guter Punkt. Und wenn ich zu Hause ein Problem habe, dann komme ich nicht in die Arbeit. Das heißt, wir sind dann in einem Teufelskreis, wo es kaum mehr einen drinnen gibt. Würden wir alle, und das ist wieder der Appell auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen,
es schaffen, uns selbst 14 Tage mit dem Notwendigsten und zumindest einfach über die Runden zu bringen, schaffen wir es wahrscheinlich auch in 14 Tagen, irgendwelche notdürftigen Prozesse wieder zum Laufen zu bringen. Derzeit aber, nicht der Fall. Aber das bringt mich zu der letzten Frage. Irgendwie, du bist ja Experte auch im Bereich des Zivilschutzes und so weiter und diesen Themen. Im Vergleich zu unserer letzten Folge 2021, hast du das Gefühl, dass wir hier zumindest jetzt auch infolge der Ukraine-Krise, Energiekrise, all dem, hast du das Gefühl, dass wir da zumindest auf unterschiedlichen Ebenen, aber sicher auf Gemeindeebene oder auf Bundesebene oder wo auch immer, oder individuelle Ebene, hast du das Gefühl, dass wir da gewisse Fortschritte gemacht haben in diesen Resilienzmaßnahmen, also Zivilschutz im weiteren Sinne? Hast du da eher positives oder eher negativen Eindruck? Also in Österreich sind wir sicher deutlich weitergekommen, vor allem auf organisatorischen Ebenen. Auf der Bundesebene gibt es noch nicht wirklich das große Aha-Erlebnis mit einzelnen positiven Ausnahmen wie das Wirtschaftsministerium. Jetzt auch nächste Woche habe ich wieder Gespräch mit den Sozialpartnern, wo wir gemeinsam Positionspapier vorbereiten und mit dem an die Öffentlichkeit gehen wollen. Auch in den Gemeinden oder auch gewissen Regionen durchaus deutlich mehr Aktivitäten. Wobei halt nach wie vor der große Punkt ist Bevölkerung und da habe ich nicht das unmittelbare Gefühl, zumindest auch die letzten Umfragen jetzt vom Dezember, Ergebnisse zeigen nach wie vor, dass da das Bevölkerung nicht massiv gestiegen ist. Also bei der Bevölkerung ist im Individuellen? Genau, individuell. Auf Gemeindeebene sagst du, teilweise gibt es gewisse Fortschritte. Ja. Wobei die persönliche Ebene ist durch nichts zu ersetzen, weil niemand Millionen Menschen irgendwie notversorgen kann und nichts funktioniert. Ne? Ja. Und daher hoffe ich, dass wir doch in den nächsten Wochen da massiver noch auch in der Kommunikation was machen können und das verstärken. Einerseits eben mit den Sozialpartnern, andererseits auch mit der Lebensmittelwirtschaft, wo jetzt auch eine Umfrage morgen endet, um einfach das Problem noch klarer zu haben und auch hoffentlich dann zu kommunizieren und Bewusstsein zu schaffen, wenn sie nicht selber schafft, wir schaffen es nicht. Ja. Auch im Entsorgungsbereich haben wir eine Umfrage laufen, weil auch dort viele offene Fragen für mich zumindest derzeit da sind, weil große Entsorgungsmengen zu erwarten sind, wo man keinen Plan eigentlich hat, wie wir das angehen. Und wenn wir da nicht was vorbereiten, dann... Entsorgen wovon? Lebensmittel, Tiere. Ach so, im Katastrophenfall. Ja, okay. Ja, verstehe, klar. Eine Erwartung im schlimmsten Fall, allein im Großhandel, die dreifache Jahresmenge, die abrupt anfallen könnte. Wird nicht die ganze Menge sein, vor allem mit den Vorbereitungen, dass man sagt, wir bereiten Notabgabe vor, wir versuchen doch. Daher, Vorsorge ist auch wichtig, aber es wird trotzdem noch zu viel sein, um das irgendwie verarbeiten zu können. Alleine Geflügel, Fleisch und Fisch darf nicht abgegeben werden, gibt es einen Erlass dazu. Und die Mengen haben wir derzeit keinen Prozess, weil die Tierkörperverwertung kann es nicht übernehmen, weil dann würden die Normalprozesse nicht mehr anlaufen. Und vor allem, wenn es jetzt im Sommer heiß ist, dann ist das binnen wenigen Stunden in einem Zustand, wo das nicht mehr in diesen Prozessen verarbeitbar ist. Und das heißt, wir brauchen Sonderprozesse, weil ohne Entsorgung keine Versorgung anläuft. Ich muss jetzt erst einmal das alte Zeug, vor allem wenn das hygienische Problem wird, dann haben wir die nächste große Problematik, nämlich das Gesundheitsthema beziehungsweise Gesundheitskatastrophe, weil die Medikamente nicht zur Verfügung stehen, weder normal in den Mengen, wenn das eskaliert, noch sonstige mit. Das heißt, der nächste Teufelskreis. Ne? Und daher, ja, bei uns in Österreich ist durchaus einiges positiv weitergegangen. In Deutschland zumindest positiv, dass mit 22 das Thema mal erstmals wirklich öffentlich breiter aufgegriffen worden ist. Es gibt durchaus eigentlich laufend Meldungen von Städten, Kreisen, die sich jetzt doch ein bisschen mehr damit beschäftigen. Aber meine Befürchtung oder Erfahrung ist einfach, da geht es meistens um den Phase 1, den Stromausfall. Mhm. Aber nicht den Wiederanlauf und den langwierigen Schwierigkeiten. Und die Effekte, die man da so gerne auch übersieht, weil wer hätte das mit der Entsorgung, das auf das West, ist eigentlich logisch, wenn man darüber nachdenkt, aber man denkt es nicht sofort nach. Genau. Aber gleichzeitig das große Problem in Deutschland weiterhin, dass die Medien dazu neigen, das sofort in die rechte Ecke zu stellen, weil halt gewisse Akteure das auch dort aufgegriffen haben. So Prepper sind oder irgendwie so. Prepper ist... Immer gleich Prepper, Nazi, rechts. So mit Schrotflinte im Keller und so, nicht? Genau. Ja, und einfach massiv weiterhin eigentlich negativ PR dafür und auch herunterspielen des Problems. Ne? Ja. Und dann gibt es auch Faktenchecks, wo ich mir die Haare raufen könnte. Aber ja, das ist das Niveau, wo das Ganze läuft in der Regel. Natürlich, es gibt auch immer weniger, wie wir auch schon von dir zitiert gehört haben, dass die Energiewirtschaft sagt, nein, es ist ja alles gesichert, kein Problem.
Es ist natürlich unwahrscheinlich aus der Vergangenheitssicht, aber wir wissen, und das wird ja auch immer mehr adressiert, welche aktuellen Probleme und in den nächsten Monaten weiter zunehmen werden. Und das sagt niemand, das ist nicht möglich. Und alleine das zählt. Wenn ich einen so einen gewaltigen, desaströsen Schaden zu erwarten habe, dann muss ich mich beschäftigen. Und die Vorsorge ist ja überschaubar. Ne? Für einen Einzelnen bedeutet das, für die 14 Tage Eigenvorsorge zu treffen. Kleine Wohnungen oder eine prekäre finanzielle Lage, ja, schwierig, aber für die breite Masse möglich. Kostet 100 Euro pro Person und von der Lagerkapazität auch für die meisten machbar. Und im Unternehmen, wir haben erst jetzt einen Leitfaden herausgegeben, aktualisiert für Unternehmen, meinen Zugang auch dort mit 80-20 heranzugehen, das heißt 20% des Aufwands zu investieren, um 80% des Schadens zu minimieren, und den Rest muss man halt in Kauf nehmen oder sukzessive dann angehen. Ne? Und gerade im Unternehmens- und Organisationsbereich geht es um fast nur organisatorische Abläufe. Das heißt, ich muss mich zusammensetzen und mal erfassen, was ist das Problem, ohne Kommunikation, wie kann ich das lösen, was müssen meine Mitarbeiter wissen, müssen sie in die Arbeit kommen, müssen sie nicht, das, was wir jetzt mit den Sozialpartnern eben gemeinsam klären wollen, von beiden Seiten, von der Arbeitgeber-Arbeitnehmerseite, die Antwort wird einfach sein, es muss jedes Unternehmen sich selbst überlegen, welche Rolle spielt es, das mit den Mitarbeitern aushandeln oder absprechen, wen brauche ich nicht. Und das, was noch immer welche glauben, wenn der Strom wieder da ist, dann sollen die Leute einfach kommen, dann machen wir weiter, das macht keinen Sinn. Das heißt, die Leute bleiben zu Hause, bis wieder klar ist, Kunden, Lieferanten, irgendwas funktioniert, dann rufen wir an und dann holen wir die Leute ein. Und solche einfachen, banalen Dinge gilt es einfach zu klären, bis hin auch die Alarmierung, wie schnell ist es möglich, die Öffentlichkeit zu informieren, dass es jetzt großflächig ist. Wir wissen dann nicht, wie lange, welche Folgen, aber dort bleiben, wo man in Sicherheit ist, oder versuchen nach Hause zu kommen, keine Risiken eingehen und warten. Ne? Ich glaube, wir sind wieder am Anfang angelangt. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Schluss, nicht? Also es ist immer ein breiteres, ein systemisches Denken notwendig, nicht? Also wir haben jetzt in der rein operativen Dinge, Energieversorgung und so weiter, haben wir das irgendwie ignoriert. Aber ich darf auch jetzt diese vielleicht seltenen oder kaum eintreffenden Schäden nicht ignorieren, weil wenn mich der Schaden umbringt, dann habe ich nichts davon, dass ich davor die effizienteste und billigste Energieversorgung hatte. Dann bin ich danach als Gesellschaft erledigt, nicht? Genau. Ist so, wie du ja heute dich ja auch nicht aufs Motorrad setzt, also jedenfalls nicht, wenn du Hirn hast, mit den Flipflops und der Badhosen. Oder ins Auto, weil wir haben ja im Auto auch einen Gurt und einen Versicherung. Gestern einen Freund getroffen, dessen Schwester und Sohn überlebt haben bei einem Crash, weil sie Gurten und Airbag, die wären alle tot gewesen, nicht? Und ich steige auch in das Auto und sage ja, im Durchschnitt, der Durchschnitt überlebt, ja, aber das hilft mir nicht, wenn ich den Autounfall habe, nicht? Und dann ist das Thema erledigt. Ja, und vor allem gerade bei der Strominfrastruktur, weil alles wirklich davon abhängt. Genau, weil es so fundamental ist. Nicht? Und sofort so viel Kettenreaktion auslöst. Ja. Und das wird eben unterschätzt. Und das ist eben der Fluch der Vernetzung, der Digitalisierung heute im Begriff. Diese Side-Effekte, die haben wir noch nicht wirklich realisiert. Mit den Lieferkettenproblemen und so weiter haben wir jetzt schon durchaus ein bisschen mehr Bewusstsein wie vor 4 Jahren. Aber in der Reaktion und Anpassung, Resilienz, Anpassung und Lernfähigkeit hapert es noch massiv. Und es beginnt immer mit dem Bildungssystem. Ne? Dieses Silo-Denken in Fächern und Institutionen. Das hilft heute überhaupt nicht. Genau, wir müssen da das vernetzte Denken reinbringen, und ich habe heute Nachmittag noch eine Runde mit meinem Planspiel, das ich mitentwickelt habe, ein Neustart mit Lehrerinnen, angehenden Lehrerinnen. Ist das ein Spiel? Ein Brettspiel oder so? Ein Brettspiel, wo ich eben die Beherrschung der Folgen eines Blackouts in einer Kleinstadt mit mehreren Akteuren sicherstellen muss, und ein wesentliches Ziel ist, dass ich kooperieren muss, zusammenarbeiten in der Bewältigung, dass ich die Bevölkerung einbinden muss, dass ich eben gewisse Strukturen schaffen muss und dass ich rationieren muss, sonst komme ich nicht wieder runter. Und an wen richtet sich das Spiel? An Jugendliche oder an Erwachsene? Oder? Eigentlich an alle. Also Hauptfokus war von meiner, also das war mein Zugang, wir brauchen ein Trainingswerkzeug für Gemeinden oder kommunale Akteure. Aber ich habe es jetzt auch mit Krisenstäben in Versicherungen, Unternehmen, in Krankenhaus gespielt, und es war immer sehr lehrreich für die Teilnehmer und auch ein bisschen Spaßfaktor dabei. Wir haben aber auch eine Version, eine verbilligte für jeden Spieler. Jeder, der das haben möchte, also es ist frei verfügbar. Und
Ich denke, dass man da, also zumindest die Rückmeldungen sind sehr positiv. Mhm. Es gibt bereits fast fertige englische und französische Übersetzungen. Es gibt auch aus anderen Ländern mittlerweile Interesse. Wir sind auch gerade dabei, eine digitale Version, Erweiterung anzugehen, wo wir einfach dann gewisse Dinge abbilden wollen, die man beim Brettspiel halt schwer machen kann. Yeah. Weil du bist halt einfach von der Struktur her limitiert. Und das wollen wir digital mit einem sehr professionellen Entwickler von Trainingswerkzeugen für Einsatzorganisationen eben umsetzen und hoffentlich vielleicht noch sogar noch heuer zumindest einmal eine Basisversion schaffen, wo man das auch dann leichter verbreiten kann und zur Verfügung stellen kann. Und ich denke, eben gerade Neustadt, das versuche ich gerade auch im Bildungssystem, gute Möglichkeit ist, um viele Zusammenhänge mal bewusst zu machen, jetzt einmal die Grundüberlebensfähigkeit in meiner Umgebung, aber auch das Zusammenspiel und dass man eben nicht die schnellste Lösung vielleicht hernimmt, sondern weiter in die Zukunft denken muss, um die Konsequenzen auch richtig einschätzen zu können. Ja, jetzt sage ich mal vielen Dank und vielleicht noch zum Abschluss möchte ich nochmal erwähnen, du hast natürlich auch eine Webseite und da ist eine Menge an sehr, sehr interessanter und guter Information drauf und natürlich auch den Spiel wird man dort finden, nehme ich an. Genau. Und auch die Dienstleistung, die du anbietest, die natürlich für alle, die hier hoffentlich auch zum Nachdenken gebracht haben, vielleicht dann auch darüber nachdenken, ihre eigenen Prozesse oder Unternehmen oder Gemeinden sonst zu verbessern. Also bitte auch in die Shownotes schauen, dort wird das alles verlinkt sein. Und damit sage ich dir vielen Dank, Herbert, für das Gespräch. Ja, ich danke dir auch.